Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich euch gerne meine Drogerie-Favoriten im dekorativen Kosmetikbereich vorstellen, die es 2021 einfach in mein Herz geschafft haben. Und dieses Video mache ich zusammen mit der lieben Nathalie vom Kanal Nathalie Nord Beauty. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Nathalie habe ich ja über YouTube kennengelernt und lieben gelernt. Also es hat sich da tatsächlich eine Freundschaft entwickelt und darüber bin ich super, super glücklich. Auch sie wird gerade in diesem Moment, beziehungsweise heute, ich weiß nicht um welche Uhrzeit, ich blende euch das auch mal ein Video online stellen, wo sie auch ihre Drogeriefavoriten veröffentlicht. Und ich bin extrem gespannt, ob sie da irgendwelche Überschneidungen haben wird. Bei einem Produkt bin ich mir ziemlich sicher, denn da hat sie mich damals angefixt. Jetzt überlasse ich aber mal eben kurz der Nathalie die Bühne, um sich hier vorzustellen. Meine liebe Claudia, ich grüße dich ganz herzlich und natürlich deine liebe Zuschauer. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund im neuen Jahr 2022 eingekommen. Freue ich mich übrigens, dass wir mit dir zusammen neues Jahr mit diesem ersten Video anfangen. Das finde ich ein tolles Zeichen. Ich könnte mich ganz kurz für deine Zuschauer vorstellen. Ich bin Nathalie, ich bin 45 Jahre alt. Vor 13 Jahren bin ich aus der Ukraine nach Deutschland wegen meinem deutschen Mann eingekommen. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier mein zweites Heimatland gefunden, meinen Job und meine Hobby. Und diese Hobby, YouTube, diese Beauty-Welt hat uns mit Claudia zusammengebracht. Wir haben das gleiche Thema. Ich rede auf meinem Kanal auch über Pflege, Inhaltsstoffe. Ich teste sehr viele Neuheiten und natürlich ihr findet Make-up-Tutorial. Deswegen, ich freue mich besonders, dass durch YouTube ich habe so tolle Freundin wie dich, meine liebe Claudia, gefunden habe. Ich weiß, dass wir können uns vertrauen. Das bedeutet mir sehr viel. Du bist ein fantastischer Mensch und deine Zuschauer können nur stolz auf dich sein. Ich wünsche dir viel Glück und erfolgreich weiter, nicht nur auf YouTube, auch in deinem privaten Leben. Und ich bin jetzt richtig gespannt auf deine Favoriten. Deswegen, ich würde jetzt ganz gerne mit deinen Zuschauern deine Favoriten einschauen. Ich wünsche euch alle viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns. Eure Nathalie. Ciao. Eine wundervolle liebe Maus. Also schaut gerne bei ihr vorbei, wenn ihr mehr von ihr sehen möchtet. Also ein wirklich herzensguter und lieber Mensch, die einen extrem fundiertes Wissen hat, weil sie sich auch sehr intensiv mit den Produkten beschäftigt, mit den Inhaltsstoffen beschäftigt. Ich habe jetzt aber überlegt, dass ich dieses Mal tatsächlich in diesem Video auch nur meine Drogerie dekorative Kosmetik-Favoriten vorstellen möchte. Ne? Also ich glaube nächste Woche wird das sein, am 9. meine ich, ja, ich glaube das müsste nächste Woche sein, mein Video veröffentlichen, wo ich meine Pflegefavoriten vom Jahr 2021 euch zeigen möchte. Und ja, jetzt möchte ich mich aber nur auf die Schminky-Pinky-Reise begeben. Das startet natürlich mit Tools, die es einfach so gibt. Und da finde ich persönlich wichtig, dass man gute Pinsel verwendet, die auch überleben, dass man sie jeden Tag wäscht, weil das mache ich. Ne? Also nachdem ich mich geschminkt habe und bevor ich duschen gehe, ist es tatsächlich so, dass ich meine Pinsel mit ins Badezimmer nehme und sie dann ordentlich abwasche. Diese Pinsel, diese 5, habe ich jetzt gerade für mein aktuelles für meinen aktuellen Look verwendet. Das sind jetzt welche von BH Cosmetics. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall sind die eigentlich nur exemplarisch dafür, dass ich die BH Cosmetics Pinsel so, so geil aus der Drogerie finde. Die haben eine gute Qualität und sind natürlich Synthetikhaarne, aber ich finde, die machen einfach eine schöne Geschichte mit den Produkten, die ich danach alle so verwende. Und die kann ich wärmstens empfehlen. Genau so, aber die sind ein bisschen teurer. Die Pinsel von Luvia, die gibt es bei Rossmann zu kaufen. Also BH Cosmetics gibt es, glaube ich, bei DM, ne? Und Luvia gibt es dann bei Rossmann. Und Luvia sind die Pinsel auch ein bisschen teurer, aber sie sind auch geil. Also eins meiner ersten Pinselsets, was ich auch immer noch zum Teil da habe, ist halt dieses Prime Vegan Pinselset, ne? Das habt ihr auch schon in so vielen Favoritenvideos von mir gesehen. Und ich glaube, dieses Jahr oder war das letztes Jahr, ist das Prime Vegan Candy Pinselset rausgekommen. Und wie gesagt, ist nicht günstig, aber ich finde die Pinsel sehr, 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 sehr gut. Wenn ich mich entscheiden müsste, Luvia oder BH Cosmetics, würde meine Wahl sehr, sehr wahrscheinlich zu BH Cosmetics gehen. Aber ich finde sie beide halt wirklich klasse und empfehlenswert und möchte sie deswegen zuallererst mit
so an die Hand geben. Ein weiteres Tool, was ich auch extrem gut finde, und da muss ich sagen, hat Maxime es ja geschafft, bei Cosmetic for Less auch ins Sortiment zu kommen. Auf jeden Fall ist es ja der Jacomob, das wurde ja so genannt, das ist so geil. Im Prinzip ist es ein Produkt, womit du deine Foundation auftragen kannst. Du kannst damit dein Puder auftragen und du kannst es nachher zum Abschminken verwenden. Was man auch noch machen kann, ist, dass wenn du dich quasi geschminkt hast und das Ding auf deinem Schminktisch liegen hast, dass du dann deine Pinsel daran immer wieder so entpigmentieren könntest. Ne? Dafür habe ich ja immer hier so ein Handtuch liegen, aber das hier wäre da auch tatsächlich für geeignet. Das heißt, ein super nachhaltiges Produkt und ich finde es einfach cool, dass Maxime das dieses Jahr rausgebracht hat und das hat es auch sehr, sehr schnell in meine Favoriten geschafft. Hut ab, geiles Produkt. Finde ich einfach großartig. Als nächstes mache ich jetzt einfach mal weiter mit meinen Nägeln. Ihr kennt das von mir, wenn ihr vielleicht schon ein bisschen länger auf meinem Kanal seid. Ich mag es gerne, meine Nägel bunt zu haben. Also ich habe jeden Finger in einer anderen Farbe. Ob es Weihnachtszeit ist, ob es Frühling, Sommer, Herbst, Winter, keine Ahnung, ist mir Wumpe, habe ich mir angewöhnt, einfach meine Nägel kunterbunt zu machen. Und da möchte ich euch einfach ein paar Marken aus der Drogerie zeigen, die mich einfach sehr, sehr begeistern. Und ja, also manches ist ja, sage ich mal, einfach so klassisch, wie zum Beispiel Essie, ne? Da habe ich jetzt hier einfach exemplarisch einen, den habe ich mal, ich glaube, von der lieben Cindy geschenkt gekriegt. Naughty Nautical ist das die Farbe, ne? Das ist so ein schöner Türkiston, aber die Essie-Lacke, die meisten Essie-Lacke sind richtig, richtig gut und die kann ich euch wirklich empfehlen. Ja, die haben halt auch immer schöne Farben und das ist das, was sie für mich immer sehr attraktiv macht und weswegen ich auch sehr viele Essie-Lacke habe. Ich habe so ein Nagellackregal. Kann ich euch in der Infobox mal verlinken. Es ist halt riesig, aber wenn das voll ist, dann ist es voll. Und dann müssen halt welche aussortiert werden und so, wenn da mal neue reinkommen. Aber die hier, das sind welche, die werden immer in der Sammlung bleiben. Den hier, den habe ich sogar schon zu einem Drittel oder Viertel aufgebraucht von Riva Loves Me. Neon Explosion Nail Polish. Das ist auch eine ganz, ganz geile Reihe von Riva Loves Me. Kann ich euch mega empfehlen. Die haben auch diese HD irgendwas Geschichten. Auch die sind richtig, richtig gut. Aber die Neon Explosion sind gerade so im Sommer schön, wenn dann halt auch so richtig Licht drauf scheint, also Sonne drauf scheint, dann scheinen die Nägel und da gibt es verschiedene Farben von. Ne? Hier habe ich jetzt die Farbe Happy Days 03. Das war einer der ersten Produkte, was ich halt aus dem Riva Loves Me Sortiment gekauft habe und seitdem habe ich es da und ich finde es schön. Ja, Catrice hat auch geile Nagellacke, ist klar. Aber der hier hat den Vogel so ein Stück weit mit abgeschossen, weil der echt gut ist. Stronger Nails, das ist quasi wirklich mit so einem stärkenden Kram mit drin. Die 07 Expressive Pink ist da die Farbbezeichnung. Richtig schön, haltbar, tolle Farbe. Mag ich gerne leiden, aber wie gesagt, hier wirklich alle Catrice-Lacke kann ich euch ans Herz legen. Ja, und dieses Jahr ist ja auch im Asa mit dieser Magic Finish Make-up-Linie um die Ecke gekommen. Und da ist dieser Nagellack drin, den ich einfach hart gefeiert habe ab dem Tag, wo ich ihn da hatte. Habe ich ihn gerade drauf? Ja. Genau. Und der ist einfach klasse. Das ist so ein Lima-Lime oder sowas. Halt ein Gelbton, der jetzt irgendwie gelber auf meinem Finger aussieht als hier drin. Aber egal. Und Lima-Lemon, genau. Ein schöner Gelbton. Mag ich gerne Gelbton. Und Gelb ist einfach sehr, sehr selten zu finden. Ne? Gerade so ein deckender Gelbton mag ich richtig, richtig gerne leihen. Also das sind vier Marken, die ich euch nagellacktechnisch ans Herz legen kann. Wenn es um Nagelpflege geht, da werde ich auch oft nachgefragt, warum meine Nägel so aussehen, als wären das quasi so hier Gelnägel. Ne? Das liegt daran, dass ich halt immer einen Basecoat verwende, dann nehme ich mittlerweile drei Schichten Lack und dann nehme ich noch eine Schicht Topcoat und da ist der hier eigentlich der bislang beste Topcoat, den ich je hatte von Essie, der Topcoat in der Farbe Topcoat. Platinum Grade Finish steht hier oben auch drauf, genau. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, mag ich enorm gerne leiden. Auch noch ein bisschen was zum Thema Nagelpflege habe ich hier von Essence. Die beiden Sachen verwende ich halt immer, wenn ich meine Nägel mache. Zum einen habe ich hier den Nail Polish Corrector Pen und den finde ich einfach sehr praktisch, weil wenn ich halt so viele bunte Lacke verwende und durch meine runde Nagelstruktur, die ich, also ja, ne, ich habe runde Nägel, ist so, fließt es halt gerne mal so in die Ecken rein und wenn ich dann halt meine Nägel lackiere, kann ich einfach den Pen nehmen und dann hier an der Seite so dann das Überschüssige wegmachen und wenn diese Spitze halt voll versaut ist, habe ich hier hinten noch weitere Wechselspitzen. Mega geiles Produkt und ist super günstig, ne?
Die brauche ich auch immer. Das sind diese klassischen Rosenholzstäbchen von Essence, auch super, super günstig. Und da habe ich auch Ewigkeiten was dran. Normalerweise verwendet man sie ja quasi, um unter den Nägeln, also hier vorne, so sauber zu machen oder um die Nagelhaut zurückzuschieben. Ich hasse es, meine Nagelhaut zurückzuschieben. Ist gar nicht mein Ding, also deswegen. Aber das gehört auf jeden Fall zu einer guten Nagelpflege mit dazu, dass man halt dann auch einfach, wenn dann hier was übersteht oder halt auf, wenn ich auf Haut gemalt habe, ne, dass ich das damit so runternehmen kann. Ja, wenn wir dann so ein bisschen mit der Nagelpflege bzw. mit den schönen Nägeln am Start sind, können wir beginnen mit einem Primer. Und da habe ich einfach dieses Jahr einen Primer gefunden, den ich richtig geliebt habe und immer noch liebe. Da ist auch noch ein bisschen was drin von Essence Hello Good Stuff Primer Serum Hydrate and Plump mit Blaubeere und Squalan. Das sind 30 ml in so einer Pipettenflasche drin. Ich habe für mich einfach entdeckt, dass wenn ich halt meine sehr reichhaltige Gesichtspflege auftrage, dass es angenehmer ist oder dass es auch besser funktioniert, wenn ich ein Primer Serum verwende. Und dieses hier hat nicht nur diese primende Eigenschaft, das heißt, dass das Make-up besser hält und so weiter, sondern wir haben hier auch noch pflegende Eigenschaften mit drin. Squalan, klar, ist eigentlich auch eher als Gesichtsserum gedacht, aber das funktioniert sogar über meiner Sonnencreme, also die ich dann ja im Gesicht aufgetragen habe. Und das haut mich einfach um. Ganz, ganz tolles Produkt, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich hoffe, das gibt es noch, weil das einfach großartig ist. Wenn wir dann einmal durch sind mit diesen ganzen Geschichten, Pflege und bla, gehen wir zur Foundation. Da habe ich jetzt 4 Stück. Eine trage ich direkt in meinem Gesicht und die habe ich von dem lieben Danny zugeschickt bekommen in einem Nebenpaket, in einem Paket, was quasi wahrscheinlich von Maxim mitgestaltet worden ist. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus, ne? Und da ist die Catrice HD Liquid Coverage Foundation drin gewesen. Wahnsinnig geil, in der Farbe 010 Light Beige. Also die ist jetzt in dieser Mini-Variante. Ich weiß gar nicht, ob sie noch überhaupt in einer großen Variante verfügbar gibt. Aber die ist so geil. Also, boah. Richtig geil. Also, Color Match ist am Start. Haltbarkeit ist am Start. Mein Gesicht sieht einfach schön und gesund aus. Es sieht nicht so aus, als hätte ich irgendwie 5 Schichten Make-up drauf, ne? Ich mag das. Und die kriegt mir nirgendwo rein. Also, die macht den ganzen Tag über ein ganz frisches Ergebnis. Habe ich jetzt bei vielen Möglichkeiten halt erlebt. Das ist, auch wenn ich Adventskalender-Unboxings gemacht habe, da habe ich teilweise 10 am Stück gemacht, so, ne? Das hält. Das hält und hält und hält. Und auch Weihnachten und so, ne? Wahnsinnig geiles Produkt. Also, die Foundation ist Hammer. Die steht jetzt auch aktuell hier auf meinem Schminktisch. Genauso auch übrigens wie das Serum, das Primer-Serum, was ich auch gerade quasi drunter trage. Jetzt wisst ihr, was ich drunter trage. Läuft. Okay, dann habe ich noch etwas Rival Loves Me. Nein, Rival de Loop Hyaluron Make-up spendet Feuchtigkeit, kaschiert Falten und Linien. Ich weiß nicht warum, aber dieses Jahr habe ich halt, bin ich voll abgefahren auf diese leichten Geschichten, auf diese Serum Foundations. Ich setze die Farbe 01 Porcelain. Also die Farbauswahl hierbei ist ja echt minimal, ne? Und die kann ich auch jetzt gerade nicht so wirklich tragen. Die ist eher was für den Sommer bei mir. Aber eine ganz tolle, leichte Geschichte. Ich merke nicht, dass ich irgendwas in meinem Gesicht trage und das macht mich einfach unglaublich glücklich. Hält lange, sieht gut aus, macht mich fresh, ne? Also über den ganzen Tag mag ich einfach gerne leiden. Die kam jetzt ja auch im Sommer raus, auch das ist so eine Serum Foundation von L'Oreal, diese Perfect Match Nude aufpolsterndes, getöntes Serum mit 1% purer Hyaluronsäure. Auch da war diese Farbgeschichte, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie gefühlt bei so vielen Sachen, wo die einfach geil bei mir funktionieren, ist die Farbrange so schlecht. Naja, trotzdem geiles Produkt, geiles Sommerprodukt. Könnte ich sogar jetzt noch tragen. Schön, gefällt mir. Ist sehr, sehr angenehm. Und ich bin auch Fan von sowas mittlerweile. Dann habe ich hier, ja, bei Nabla weiß ich halt nie genau, ist das jetzt Drogerie, ist das High-End, aber das ist eher so ein Zwischending. Ich würde sagen, manche Produkte von Nabla würde ich in den Drogerie-Preissegment-Sektor einordnen, wie zum Beispiel die Foundation. Andere Sachen, wie ich glaube, die Blushes, die Lidschattenpaletten, die würde ich persönlich eher so im High-End-Bereich vom Preis her einordnen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Oder die Mascara, klar, die ist auch im High-End-Bereich unterwegs. Ja, hier habe ich auf jeden Fall den Skin Realist und den habe ich hier in der Farbe 1 Fair. Das ist ja das hellste, was geht. Und den fand ich auch klasse. Den habe ich von Purish zugeschickt bekommen. Der war Ewigkeiten dort auch ausverkauft. Gibt es jetzt aber wieder, ne? Also Claudies Welt 15 gilt auch da, denn die haben echt, also krasse Sachen im Sortiment mittlerweile, ich sag euch das. Und das ist eine höhere Deckkraft, als man vermuten würde, aber eine angenehme Tragegeschichte. Auch das super leicht auf dem Gesicht, es ist so angenehm und ich mag das gerne. Also
im Prinzip, dieses Jahr habe ich mich mega über diese Serum-Geschichten oder Creme-Geschichten zusammen mit Make-up gefreut, die aber trotzdem irgendwie doch Foundation waren. Wisst ihr, was ich meine? War halt mehr so meins. Ja, dann habe ich ein paar Concealer, also wirklich ein paar, also zwei. Zum einen den hier, den habe ich letztens erst leer gemacht von L'Oreal True Match Eye Cream in a Concealer. Auch das ist halt wieder so eine Geschichte, ne? Wir haben eine Augencreme mit Concealer in einem. Rose Porcelain ist hier die Farbbezeichnung. Applikation, beziehungsweise wie man es halt macht, dieses Rausdrehen und so, finde ich einfach total billig. Aber ein richtig gutes Produkt, der einfach super zuverlässig bei mir einfach war und mir richtig gut gefallen hat. Genauso wie auch der von Nivea. Auch das wieder eine furchtbare Farbrange, aber ich also fand den einfach klasse. Ne, hab den auch aufgebraucht. Ja, aber ne, der von Nivea ist nämlich gerade im Keller, weil da meine ganze aufgebrauchte dekorative Kosmetik von 2021 noch rumsteht und darauf wartet, dass ich sie abfilme. Und ja, der ist auf jeden Fall auch einer von meinen absoluten Favoriten dieses Jahr gewesen, weil du einfach dieses Gefühl von Leichtigkeit unter den Augen hattest und ich nicht dieses cakey Kram hatte. Also es war wirklich, wirklich schön und hat mir sehr gut gefallen. Ja, wenn wir dann fertig sind mit sowas, gehen wir mal kurz zu sowas. Das hier habe ich jetzt auch fast aufgebraucht. Da geht es nicht um das Produkt an sich, sondern um die Produktart. Denn immer, wenn ich mich geschminkt habe und dann quasi meine Foundation, mein Concealer aufgetragen habe, auch Cream Blushes, die sind jetzt hier aber nicht mit dabei, weil das waren leider nur High-End-Produkte, die sich dieses Jahr in mein Herz geblusht haben, habe ich dann eine Lippenpflege verwendet. Und da bin ich einfach voll abgefahren auf diese Lippenserums oder Lippenöle. Da habe ich auch das ein oder andere leer gemacht. Und hier habe ich jetzt von Catrice Clean ID das Lip Protecting Serum. Und das ist einfach super angenehm. Das macht wirklich noch eine schöne Geschichte auf den Lippen. Wenn man danach sich einen kräftigen Lippenstift aufträgt oder einen Plumping Lip Gloss oder, keine Ahnung, Liquid Lipstick, hast du deine Lippen schon mal so ein bisschen vorbereitet, die Trockenheitsfältchen sind ein bisschen ausgeglichen und die Lippen sind nicht so spröde. Weil da hatte ich dieses Jahr echt hart mit zu kämpfen, weil wir auch so viel Maske getragen haben, ne? Deswegen, sowas hat mir immer mal wieder den Popos gerettet und es hat mich erfreut. Ja, wenn ich dann mit sowas fertig bin, bin ich dann weitergegangen zu Puder und da habe ich dieses Jahr für mich entdeckt, dass es super schön ist, wenn man etwas verwendet, was man erst als loses Puder unter die Augen aufgibt und dann ein gepresstes Puder halt so übers Gesicht. Das hat bei mir einfach am besten funktioniert, sah am schönsten aus und als lose Puder unter den Augen, safe. Rival de Loop, Meets Q10, das ist jetzt eine Limited Edition gewesen. Manche Limited Edition sind hier einfach auch mit drin. Es tut mir leid, aber es ist halt einfach dann trotzdem Favorit von mir gewesen. Das ist auch ein Produkt, was die liebe Nathalie Nordbeauty empfohlen hatte. Und ja, das ist einfach ein loses Puder für unter den Augen. Und habe ich mir dann mit einem Highlighterpinsel vorsichtig drunter getupft. Oder ich bin mit dem Giacomob, als er dann draußen war, unter den Augen halt hergegangen, um das dort einzuarbeiten. Und richtig tolles Puder, was einen Weichzeichner-Effekt macht. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu weiß aussieht. Ich finde, auch heute bin ich ein bisschen zu hell unter den Augen. Aber das war nicht dieses Puder, das war eins von Pat McGrath. Naja, trotzdem, geiles Produkt. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Sehr schön. Aber ich glaube, die LE gibt es nicht mehr. Ja, Shitems. Aber dann habe ich ja eins, was es auf jeden Fall noch geben wird. Im Asam, wie gesagt, ist mit der Magic Finish-Reihe rausgekommen. Und da gibt es dieses geile, lose Puder. Das Final Touch Setting Powder. Das gibt einen wirklich schönen Weichzeichner-Effekt. Ich persönlich würde das nicht unter den Augen verwenden. Das hier würde ich wirklich übers komplette Gesicht geben. Ne? Weil das ist, wie Maxim letztens schon selber sagte, eigentlich wie das Charlotte Tilbury Magic Finish. Nein, wie heißt dieses Puder? Habe ich aktuell auch auf meinem Gesicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerade nur zugebaut. Auf jeden Fall wie das Puder von Charlotte Tilbury, nur halt in loser Form. Und das von Charlotte Tilbury gebe ich mir auch nicht unter die Augen. Genau. Und das hier ist halt so krass. Du hast hier so ein Netz drin. Da geht man dann mit dem Pinsel rein, nimmt dann das Produkt auf, kann das übers Gesicht geben. Richtig schön. Es hat eine Tönung mit dabei. Ich habe jetzt hier auch eine Farbe. Bare Skin, ne? Also, ja, aber mir gefällt es richtig gut und wie gesagt, für mich persönlich ist es ein Dupe zu Charlotte Tilbury, nur halt in loser Form. Ja, wo wir schon bei den kompletten Gesichtspudern sind, gehe ich jetzt auch mal zu den gepressten Pudern. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich auch viele Puder aus der Drogerie verwendet und
Ja, sobald sie ein Hit the Pen hatten, habe ich mir dann ein neues genommen. Das Ganze fing an hier mit diesem Essence High Beauty. Es sieht nicht mehr schön aus. Fixing Compact Powder, das war meine Limited Edition, hat sich jetzt auch schon im Wohlgefallen aufgelöst. Das habe ich extrem gerne verwendet, wenn ich auch so Rötungen im Gesicht hatte, weil das wirklich ausgeglichen hat. Aber ich habe nicht ausgesehen wie Hulk. Oh, hier will sich das auch gerade lösen. Bleibst du da wohl drin? Oh, die ist halt kein super freshes Produkt mehr, ne? Ja, muss ich auf jeden Fall demnächst dann mal weiter aufbrauchen, aber das wollte ich euch auf jeden Fall mit in die Jahresfavoriten zeigen, deswegen habe ich das auch nicht weiter aufgebraucht, damit ich es halt nicht aufbrauche aus Versehen und dann nicht vergesse, ne? Deswegen, das auf jeden Fall ein richtig gutes Puder. Konnte ich persönlich vor allem im Sommer sehr gut verwenden. Und da habe ich das manchmal auch wirklich einfach verwendet, ohne dass ich mir vorher eine Foundation oder so aufgetragen habe, weil das auch so eine leichte farbausgleichende Geschichte mit drin hatte. Hat mir richtig gut gefallen. Etwas, was auch im Sommer sehr, sehr, sehr in meinem Herz war, ist von Belle Hypoallergenic das Fresh Matte Pocket Powder. Und ich muss echt lachen, weil die einfach so furchtbar jetzt gerade aussehen. In der Farbe 03 Natural Beige und auch das ein geiles Produkt, was ich euch wirklich empfehlen kann. Also für mich war das für den Winter jetzt ein bisschen zu dunkel. Im Sommer war es einfach eine tolle Farbe, hat mir richtig gut gefallen und ja, hatte ich mal in einem Adventskalender oder so drin, deswegen ist es halt nur ein kleines, aber es gibt es ja auch in groß. Mochte ich gerne leihen. Und das letzte aus der Drogerie, was ich euch gerne zeigen möchte, ist dieses hier von NYX, das HD Finishing Powder. Das ging so im Herbst bei mir ganz gut oder auch Anfang des Jahres würde es ganz gut oder jetzt würde es auch ganz gut funktionieren, weil auch das hat so einen leichten Weißschleier mit dabei. Soll translucent sein, aber bei mir tatsächlich nicht so ganz, ne? Also das ist schon sehr weiß unterwegs. Und das habe ich halt gerne verwendet, wenn ich eine Foundation drauf hatte, die ein bisschen zu dunkel war. Hat gut funktioniert. So, dann habe ich, wenn ich meinen ganzen Pudergedünsen hier gemacht habe, also unter den Augen gesettet habe, mein Gesicht gesettet habe, ein Gesicht, was mir persönlich manchmal oder meistens zu matt erscheint. Und da habe ich zu etwas gegriffen, was ich euch, ich glaube, jedes Jahr in meinen Jahresfavoriten zeige. Und jedes Jahr wird es auch ein bisschen leerer. Das ist von Love, hier das Aura Glow Powder. Habe ich jetzt aktuell nicht in meiner Schminksammlung drin, denn da möchte ich jetzt einfach mal gerade eins von NARS ausprobieren. Danach wollte ich eins von MAC ausprobieren, einfach um zu gucken, ne? Wie sind da die Unterschiede? Das ist aber richtig gut. Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, ein relativ bekanntes Produkt. Jo, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Hat normalerweise ist eigentlich ne, gebacken und hat hier so einen Hubbel. Der Hubbel ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so präsent. Und das gibt dem Gesicht halt einen ganz zarten Glow. Ich gehe da nur vorsichtig mit meinem Pinsel einmal durch und dann einmal ganz vorsichtig über mein Gesicht, um einen Hauch von Glow zu haben, ein bisschen mehr Bewegung, denn ich habe eine trockene Haut. Ich bin eine Trockenpflaume, Leute. Und dann möchte ich gerne Glow rausholen, wo ich nur kann, ne? Ja, das waren jetzt die Puder. Problematisch ist das Ganze, dass ich euch jetzt leider keinen Bronzer zeigen kann, weil ich habe dieses Jahr keinen Bronzer aus der Drogerie in mein Herz aufgenommen. Tja, jedenfalls nicht so sehr, dass es mein Favorit gewesen wäre, ne? Aber ich habe hier Blushes, die ich euch zeigen möchte. Und ich sehe gerade, Highlighter habe ich auch gar nicht. Da dumm. Aber bei den Blushes habe ich mich für Blushes entschieden, die halt auch so einen leichten Glow noch mit auf das Gesicht geben. Das mag ich einfach gerne. Da habe ich einmal von Max Factor in der Farbe Pastel Compact Blush 15 Seductive Pink. Diesen hier, den habe ich auch schon seit Jahr und Tag. Aber den habe ich gerade Anfang diesen Jahres enorm gerne getragen. Auch der hat eigentlich noch einen Hubbel. Der ist auch nicht mehr ganz so präsent. Und das ist auch eine ganz tolle Farbe. Jetzt haben wir auch mal endlich was, was ich swatchen kann hier, ne? Puder und so, brauche ich aber nicht swatchen. Swatchen, da seht ihr nicht allzu viel von. Der ist relativ kühl, deswegen, wie gesagt, ne, eher was so für den Winter, für die kühlere Jahreszeit. Und der ist auch sehr zart. Der ist nicht so super schreiend, präsent, wie auch immer. So wie, ne, ich habe jetzt gerade einen sehr, sehr schreienden drauf von... Die ist dort, Riva Loves Me So Cozy LA, genau. Aber der hier ist es nicht, also nicht so wirklich schreiend, der ist einfach nur vorhanden. Der ist sehr schön, der macht einen schönen Effekt, der macht eine schöne Haut darunter. Beziehungsweise einen schönen Hauteffekt, den mag ich sehr gerne leiden. Und dann habe ich noch einen, den ich jetzt auch wirklich lange im Sommer verwendet habe, weil der ein bisschen schreiender ist, von Art Deco. Das war eine Limited Edition Blossom Duo Blush ist das und der hat auch einen Schimmer mit drin. Eine wunderschöne Verpackung, ne, da safe. Jeden Fall. Und halt zwei verschiedene Farbtöne, die ich mir dann immer so gemischt habe. Und auch das hat einen leichten Schimmer mit dabei. Und je nachdem, wie ich Bock hatte, habe ich die beiden Farben halt gemischt oder eben nicht. Und konnte damit halt einen schönen Blush-Effekt auf mein Gesicht bringen. Und das hat mir einfach gut gefallen. Ja, der ist, wenn ich das jetzt so einmal swatche, tatsächlich sogar heller als der von
Max Factor, wenn ich es aber mit dem Pinsel aufnehme und auf mein Gesicht gebe, ist er deutlich intensiver gewesen. Also der war schon präsent, also hat mir sehr gut gefallen. Ja, genau, das Kram haben wir fertig. Dann gehen wir jetzt mal zu den Augenbrauen weiter, denn so geht normalerweise meine Schminkroutine. Und da habe ich jetzt einfach zwei Produkte, die ich euch einfach exemplarisch zeigen möchte, um euch zu sagen, es muss kein Augenbrauenstift für 20 oder 10 Euro sein. Es reichen auch durchaus die für ein paar Euro 50 von Essence und von Catrice. Das ist einmal der Slimatic Ultra Precise in der Farbe Medium von Catrice, ne? Das ist so ein Klassiker, der hat hier sogar ein Spoolie dran, ist hier zum Rausdrehen. Das Problem bei diesem Stift ist halt einfach, dass er sich super schnell aufbraucht, aber trotzdem ist es ein gutes Produkt. Und dann habe ich hier den Micro Precise Eyebrow Pencil in der Farbe 02 Light Brown von Essence. Auch das ist ein richtig gutes Produkt, einer zum Hochdrehen und mit einer feinen Mine. Also mittlerweile musst du nicht mehr im High-End-Bereich rumwuseln, um einen feinen Augenbrauenstift zu finden. Ne? Deswegen, also ich habe auch für mich einfach beschlossen, dass ich mir die von den Drogeriemarken halt kaufen werde, weil die mindestens genauso gut sind wie die aus dem High-End-Bereich. Da habe ich mich durch viele durchgetestet dieses Jahr und da muss ich wirklich sagen, Essence und Catrice, die haben echt gute Geschichten. Genau, Augenbrauen-Gel brauche ich eigentlich brauche ich nicht mehr meinen geliebten 24 Hours Brow Setter, weil Essence in der Kooperation mit Merve ja diese Elimination Style Brow Fixing Gel Geschichte rausgebracht hat, die jetzt auch schon leicht verfärbt ist bei mir, weil ich den auch täglich halt verwende und da natürlich auch mein Augenbrauenprodukt sich mit verbindet. Aber das ist mir ein bisschen zu nass. Und das spüre ich auf den Augenbrauen. Das habe ich auch gerade drauf, ne? Das spüre ich wirklich richtig doll. Gut, den 24 Hours Brow Setter spüre ich auch. Ich finde den aber trotzdem ein bisschen besser. Ist der Preisunterschied gerechtfertigt? Nein, eigentlich nicht. Aber ich, ne, weiß ich nicht. Ich verwende das, was ich liebe, aber trotzdem. Das hier werde ich jetzt auf jeden Fall so lange verwenden, bis ich es nicht mehr verwenden kann, weil ich das sehr, sehr gut finde und weil ich da einfach sehr froh bin, dass die Drogerie einfach so ein krasses Produkt rausgebracht hat. Kann man nicht anders sagen, ne? Jetzt habe ich hier so aufgeräumt und ich wollte doch gleich die Produkte für mein Thumbnail hier zusammen suchen. Mensch. So, dann gehen wir weiter zu Lidschattenpaletten. Da habe ich zwei rausgesucht. Dieses Jahr war so ein Jahr, wo ich einfach extrem eskaliert bin, was Farben anging. Wow. Ich habe Farben geliebt. Deswegen ist es jetzt hier auch echt keine Überraschung, dass zum Beispiel die Love X Oscar Atom Lidschattenpalette vollkommen zu Recht in meinen Favoriten mit drin ist, weil sie einfach geil ist. Ne? Also das sind Farben, die halt auch im Schwarzlicht leuchten. Yay, aber trotzdem. Ne? Wir haben hier fast nur matte Töne. Dieser Ton, High Society und Kundalini, das sind eher so Topper-Töne. Das andere sind halt wirklich alles matte Töne. Aber das sind so geile Töne. Und ich bin einfach begeistert von dieser Qualität. Und deswegen muss das hier mit in die Favoriten. Es ist eine hammergeile Palette, wo man richtig Spaß mit haben kann. Und da habe ich auch Spaß mit, wenn ich die verwende. Die dunklen Töne sind jetzt nicht so unbedingt meine Welt, dass ich sage, ich muss die unbedingt verwenden. Also jetzt Lotta, Mary, Aurora, ja, muss jetzt nicht. Oder Young, so ein schwarzer Ton brauche ich nicht unbedingt. Aber diese Neontöne, geil. Und das in der Drogerie, das ist der Wahnsinn. Und wenn ich die jetzt swatche, hinterlassen die einen Stain. Das ist ein bisschen schwierig, aber hey, was soll's. Ich gehe jetzt einfach mal in diesen Neon-Grünton rein, der heißt Beginning. Dann nehme ich High Society auf und ich nehme auch nochmal Fortuna auf. Das ist ein lila Ton und ja, hallo. Sie schreien jetzt schon, ne? Also der hier, der rastet schon mal volle Helle aus. Meine Kamera weiß gar nicht, was sie machen soll. Die kann ich euch hier mal swatchen und die kannst du auch so toll aufbauen. Und da kann man so schön mit arbeiten. Es macht einfach Spaß und ja, was soll ich sagen? Ne? Das sind einfach geile Farben. Also so ein Neongrün so hinzukriegen, Hut ab, muss ich wirklich meinen nicht vorhandenen Hut für ziehen. Geil. Natürlich kannst du da auch neutrale Looks mit schminken, aber ich mochte es dieses Jahr ein bisschen bunter lieber. Ne? Dann habe ich noch eine weitere Lidschattenpalette bei Beauty Bay. Die sind so günstig, Leute. Haut auf jeden Fall rein und gönnt euch solche Paletten, weil die sind von der Qualität so krass. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch die mit Nikki Tutorials in meinen Jahresfavoriten drin, weil die ja 2020 rausgekommen ist. Hier habe ich jetzt die Wilderness Palette, aber auch die New Romantic Palette, die rausgekommen ist dieses Jahr, ist der Hammer. Ja, das ist halt voll mein Vibe. Dieses Grün, da kann ich so schöne Froschlooks beschminken. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Und das ist, also für das, was du dafür bekommst, sind diese bei Beauty Bay Paletten einfach super günstig, weil es halt eine Eigenmarke ist. Ne? Die machen halt nicht groß Rampampam-Werbung, sondern die bringen es auf den Markt
Und dann freuen sich die Menschen darüber, dass man so eine Qualität bekommt, ne? Muss ich wirklich sagen. Diese Schimmertöne sind der absolute Wahnsinn. Aber auch die matten Töne lassen sich wirklich sehen. Ich nehme jetzt hier einfach mal das Rot auch mit raus. Und ja, also diese schimmernden Töne, das ist wie Butter. Und die halten, die sind klasse. Die sind wirklich toll. Jetzt habe ich da... Hier, guckt euch das an. Das ist einfach Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ja. Also, Hammer. Hammer, 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 Hammerqualität. Hammerqualität für den Preis, ne? Und also, wenn ich die verwende, werde ich jedes Mal darauf angesprochen, boah, Claudi, was hast du auf deinen Augen? Mhm. Sowas zum Beispiel. Als Eyeliner habe ich super gerne halt solche klassischen Geschichten verwendet, die man halt so, also Filzstift-Eyeliner oder diese Pinselstift-Eyeliner. Auch da, Love X Oscar Atem, Alto Belly, was haben die da für einen Eyeliner rausgebracht? Der ist echt krass. Und bei mir hält der wirklich lange. Ich habe jetzt, ich glaube, das war bei Contra Junkie, ne? Die hat ja erzählt, dass der bei ihr halt so krass ausgetrocknet hätte. Ist er bei mir nicht. Also der ist tatsächlich noch lebendig und liebt es, verwendet zu werden. Jedes Mal, wenn ich ihn verwende, freue ich mich auch wie Bolle. Den hier mochte ich auch sehr gerne von Max Factor Masterpiece High Precision Liquid Liner. Das ist dieser hier, der hat halt ein Schwämmchen und keine Pinselspitze. Das ist dann da ein bisschen anders. Und die ist halt so mega lang. Und damit kann man so schön malen. Also das hat auch richtig Spaß gemacht. Krass. Und wenn ich mich mal vermalt habe, kommt mir die Marke Got2b zu Hilfe. Denn Got2b wurde ja dieses Jahr gelauncht mit Make-up. Ich muss gestehen, dass ich persönlich nicht so mega angetan war von den Make-up-Produkten. Aber dieses Produkt, das hat es in sich. Denn immer wenn ich einen Eyeliner nicht richtig hingekriegt habe oder wenn ich mir rote Lippen gemalt habe und daneben gemalt habe, kam dieses Magic Wand Feed zum Einsatz. Ich wusste erst nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte. Na, steht jetzt hier auch ein bisschen hoch, ne? Ja, moin. Und im Prinzip ist das wie so eine Creme und die gibst du dann über die verpatzte Stelle und gehst danach nochmal mit irgendeinem Pinsel, kannst du einen Smudger nehmen oder kannst auch einen Eyeliner, Pinsel oder sonst irgendwas nehmen und das Ganze dann quasi vorsichtig wegmachen. Ne? Also wirklich hier so an der Seite, du kannst damit so präzise arbeiten. Und sonst habe ich halt immer hantiert mit irgendwelchen Q-Tips oder mit irgendwelchen Schlag-mich-tot-Geschichten, ne? Mit Make-up-Abschminktüchern am Auge, ja, ganz tolle Idee, Claudinchen. Danach sah ich aus wie, keine Ahnung, als hätte ich 5 Jahre geheult. Nee, also geiles Produkt, kann ich euch extrem empfehlen. So. Und wenn dann der Eyeliner perfekt sitzt, und alles wunderschön ist, dann wird das Make-up fixiert, weil das muss ja für ewig um 3 Tage halten. Ne? Ich habe tatsächlich auch gerne solche Setting-Sprays verwendet, nachdem ich meine cremigen Texturen aufgegeben habe, habe das dann mit dem Schwämmchen eingekloppt. Das war gerade im Sommer einfach ultra erfrischend. Und jetzt im Winter, wenn meine Haut auch so ausgetrocknet ist, tut mir das einfach gut. Das mache ich gerne. Und dadurch hält mein Make-up richtig lange. Das hier ist wirklich so ein Klassiker, Balea Wasserspray Aqua. Ich glaube, wir kennen das alle. Eines der günstigsten Setting- und Fixing-Sprays, die es so gibt. Hier steht es ja auch drauf, auch zur Make-up-Fixierung. Ja, tut meinem Gesicht gut, ne? Also hält mein Make-up, macht alles wundervoll. Und das hier muss ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Denn Elf hat hier ein Produkt rausgebracht, was den feinsten Sprühnebel hat, was ich hier in der Drogerie gesehen habe. Stay All Night Microfine Setting Mist. Und Microfine trifft es wirklich. Ich liebe es, wenn die Dinger Kugeln drin haben, ne? Aber guckt euch mal diesen... Wow, ne? Man sieht es kaum. Guckt euch das mal an, wie fein dieser Sprühnebel ist. Wahnsinnig krass. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist der etwas alkoholische Duft. Steht auch an zweiter Stelle, aber egal. Das ist ein geiles Produkt und das funktioniert halt auch gut auf dem Gesicht. Ja, wenn dann alles fixiert ist und so, gehen wir natürlich zur Mascara weiter. Und da habe ich einfach hier 3 exemplarisch mir rausgesucht, wo ich euch im Prinzip die Marken zu empfehlen kann. Natürlich Catrice, da habe ich hier den Klassiker Glam & Doyle Waterproof, wenn ich wirklich weiß, Alto Belly, ich gehe feiern, irgendwann mal. Oder wenn ich... wenn es regnet, wenn es nebelig ist, wenn es feucht draußen ist und ich einfach weiß, dass wenn ich eine normale Mascara trage, dass sie mir safe im Gesicht rumschmieren wird, nehme ich die.
Ist klar, ist ein bisschen schwerer abzuschminken und eigentlich möchte ich keine wasserfesten Mascaren verwenden. Die hier mag ich aber richtig gerne und die macht auch ein schönes Ergebnis bei mir. Genauso auch die lilane, die ist ja jetzt gerade in der Belle-Version quasi in dieser Disney-Geschichte drin gewesen, habe ich just mir gerade leer gemacht. Geile Mascara. Auch richtig gut fand ich die graue, weil die halt auch irgendwie so eine Art Wimpernwachstumsgeschichte mit drin hat. Dann gibt es auch noch eine, die habe ich auch dieses Jahr aufgebraucht. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe. Ich glaube, so leicht lila war die, die auch die Wimpern so eingefärbt hat. Das fand ich mega geil. Wenn man die halt wirklich jeden Tag verwendet hat, hat es eine leichte Färbung auf die Wimpern gegeben. Und das fand ich auch richtig, richtig schön. Also da gibt es so viele geile von Catrice aus dieser Glam & Doll-Reihe, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Für 5 Euro eine Mascara, die so ein Ergebnis dann zaubert, gönnt euch hart, Leute, wirklich. Dann auch Mascaren, die ich klasse finde, sind die von L'Oreal. Da habe ich hier die Volumillion Lashes. Das ist die neue Version Baume Noir. Die habe ich mal mit euch in einem Fullface Beauty Boxen, glaube ich, getestet. Hat auch ein hammermäßig schönes Ergebnis gemacht. Ich glaube, die hat auch ein Kunstbürstchen, genauso wie die Catrice Mascara. Ich glaube, Gummibürsten sind eh mehr so meins, ne? Ich habe das gerne gemacht dieses Jahr, dass ich so Gummibürstchen-Mascara erstmal in einer Schicht aufgetragen habe. Und wenn ich dann eine etwas schwierigere Mascara hatte, zum Beispiel mit einem Kunstfaserbürstchen, dass ich dann mit der Kunstfasermascara drüber gegangen bin. Aber das ist hier zum Beispiel eine Mascara, da brauche ich keine Kunstfaserbürstchen-Mascara nochmal extra drüber. Die spricht für sich alleine. Und dann, last but not least, Maybelline macht einfach krasse Mascaras. Ich persönlich war kein Mega-Fan von der Sky High Mascara, weil die sich einfach so furchtbar abschminken ließ. Das war halt nicht so mein Ding und ich finde auch, dass sie nicht das krasseste Ergebnis gemacht hat. Also da habe ich wirklich andere Mascaras, die einfach besser unterwegs waren. Muss ich ehrlich sagen, also auf den Halbzug bin ich nicht aufgesprungen. Ich habe sie getestet, war okay, ne? Hier habe ich jetzt die The Colossal Volume Express Mascara und die ist auch wieder eine von den Mascaren, die ich ultimativ gut finde, die ich euch voll empfehlen kann. Ist für mich so ein Klassiker auch ein bisschen, die hat jetzt ein Kunstfaserbürstchen und halt so ein bauschiges Bürstchen, ne? Das ist aber halt so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, bei der würde ich vielleicht unten drunter eine dünne Schicht erstmal mit einer Faserbürste, mit einer Gummibürste oder so auftragen und ja. Dann malt man sich nämlich nicht so schnell irgendwie im Gesicht damit rum. Ist aber eine geile Geschichte und ich glaube, die so ähnlich war das eine meiner ersten Mascaras, die ich hier hatte. Ja, genau. Ist ein All-Time-Favorite und nicht nur ein Jahresfavorit dann quasi. Ja, und last but not least gehen wir natürlich zu den Lippen. Und da muss ich in allererster Linie euch diesen Lippenstift von Emasa Magic Finish zeigen, ist klar. In der Farbe Ruby Red. Warum muss ich euch den zeigen? Weil der ungefähr bei jedem Adventskalender-Unboxing auf meinen Lippen war. Richtig schöne Farbe, schön haltbar. Der ist quasi matt, aber auch nicht todesmatt. Also der trocknet meine Lippen halt nicht so extrem aus. Ist richtig schön haltbar gewesen. Ist nicht gussecht. Nee. Also mein Freund hat auch einen Knutschi auf der Wange von mir mitbekommen und ne. Aber guckt euch das mal an, wie viel ich davon aufgebraucht habe. Sieht man das? Allein nur bei den Adventskalender-Unboxings. Das finde ich schon krass. Aber gut. Und den habe ich nicht ausschließlich getragen. Da hatte ich auch noch einen anderen vorher gehabt. Geile Sache. Gibt es in verschiedenen Farben. Die sind einfach total empfehlenswert. Ich hatte letztens auch einen, der so in die Mauve-Richtung gegangen ist, ins Rosenholzmäßige. Ich hatte auch schon welche im nudigen Bereich. Richtig geile Geschichten, muss ich euch sagen. Also das könnte fast schon ein Dupe sein zu den Charlotte Tilbury-Geschichten. Ne? Muss ich einfach mal kurz droppen. Den habe ich jetzt gerade auf meinen Lippen. Den kann ich jetzt auch mal kurz nachtragen. Von Revolution Pout Bomb Plumping Lip Gloss habe ich in der Farbe Kiss tatsächlich. Ist aber nicht kussecht, auch wenn er Kiss heißt. Ne? Der ist geil. Der ist so leicht plumping, aber der macht die Zähne so weiß. Ich wollte gerade gelb sagen. Mhm, dann wäre es natürlich ein Favorit nicht. ja, und der ist halt einfach easy peasy unterwegs. Ne? Wenn ich da zu viel von aufgebe, dann klebt es so ein bisschen, aber es geht. Alles gut. Ne? Also ihr seht es jetzt ja quasi nochmal nachgetragen. Ich finde den schön. Und da wurde ich auch öfters nachgefragt, was ich da auf meinen Lippen trage. Jo, der hat jetzt, glaube ich, gar keinen Schimmer oder sowas mit drin. Er ist einfach nur so glowy poey unterwegs und halt in so einem, jo, ne, rosa, rosé, nude Ton. Mag ich gerne leiden. Und apropos rosé nude, natürlich habe ich hier von NYX Buttergloss den Tiramisu, habe ich dieses Jahr komplett leer gemacht. Und das hier ist jetzt die Farbe Angel Food Cake, einfach exemplarisch. Die sind halt so ein bisschen, ja, ähnlich zu sowas, nur halt ohne Plumping-Effekt oder so. Die sind auch sehr, sehr schön und sehr empfehlenswert, kann ich euch wirklich ans Herz legen.
Es sind aber keine kussechten Produkte, ne? Aber ich bin auch ein Fan davon, da halt so eher so was Glossiges drüber zu haben. Und wenn ich eine Maske trage, trage ich halt nichts auf meinen Lippen. It is wie das. Ja. Jetzt habe ich auch ohne Punkt und Komma hier gefühlt geredet. Simmy ist natürlich eingeratzt, was sollte auch anders sein, ne? Das waren jetzt hier meine Jahresfavoriten aus der Drogerie. Und ich bin wirklich gespannt, welche Favoriten ihr habt. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich bin sehr gespannt, was die liebe Nathalie für Favoriten hat, denn da werde ich gleich mal reinschauen. Und ja, das war's. Ich bin gespannt, was die Drogerie dieses Jahr so zu bieten hat und welche Produkte gedroppt werden, dass ich sie ausprobieren kann, denn dafür habe ich diese Leinwand und diesen Kanal und kann euch das dann alles präsentieren. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen... Oh, Claudi testet alles Videos, Schminkies, ich weiß es noch nicht, gucken wir mal. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!